Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute geht es mal wieder um Capture One. Denn in Capture One haben wir viele verschiedene Möglichkeiten, wie man Kontrast aufbauen kann. Und das große Problem ist ja eigentlich immer bei dem Kontrastaufbau, dass meistens auch etwas Sättigung mit dazu kommt. In Capture One gibt es eine Möglichkeit, wie wir das verhindern können. Und die möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video und eine Sache noch, am Sonntag kommt ein neues Lightroom-Training von mir raus. Dazu wird es dann natürlich am Sonntag auch noch Videos von mir geben, aber so viel sei gesagt, ich habe ja einen Einsteigerkurs für Lightroom erstellt, den es auf meinem Online-Store gibt. Jetzt gibt es die Fortsetzung davon und zwar Lightroom für Fortgeschrittene. Also, wenn du da Interesse dran hast, dann schalt auf jeden Fall auch am Sonntag wieder ein. Ansonsten jetzt erstmal ganz viel Spaß mit diesem Video. Kontrastaufbau in einem Foto, das ist ein Thema, was, glaube ich, so jeden Fotografen irgendwann mal beschäftigt, denn jeder muss irgendwann mal Kontrast aufbauen. Jetzt gibt es ein paar Probleme bei dem Kontrastaufbau. Wenn du es vielleicht aus Lightroom kennst oder auch aus Luminar, dann ist es ja immer so, wenn man Kontrast aufbaut, dann hat man immer das Problem, dass man auch Sättigung mit aufbaut. Und ich möchte dir jetzt einfach mal hier ein paar Möglichkeiten zeigen, wie man Kontrast aufbauen kann. Die erste Möglichkeit ist ganz einfach hier über die Belichtung. Hier habe ich einen Regler-Kontrast. Wenn ich den nach oben ziehe, dann baut das ganze Bild hier Kontrast auf. Das sieht man auch sehr schön hier im Histogramm, wenn wir das mal aufmachen. Wenn ich also den Kontrast verstärke, dann werden hier die dunklen Bildbereiche weiter nach links, also noch ins weitere Dunklere gesteckt und die hellen Bildbereiche, die werden noch weiter nach rechts geschoben. Und wenn ich das jetzt hier einfach mal nach oben drehe, dann siehst du, wie dieses Histogramm quasi weiter auseinander geht. Und das ist ja im Endeffekt auch genau dieser Kontrastaufbau. Die hellen Bildbereiche heller machen, die dunklen Bildbereiche dunkler machen. Das ist also die erste Möglichkeit, wie man hier Kontrast aufbauen kann. Meiner Meinung nach die schlechteste Möglichkeit, denn wir haben am wenigsten Kontrolle. Ich habe also nur diesen einen Regler hier und ich kann eigentlich nur den Betrag des Kontrastes einstellen. Ich kann aber nicht einstellen, wo ich Kontrast aufbauen möchte. Ich kann nicht einstellen, ob ich jetzt vielleicht in den dunklen Bildbereichen mehr Kontrast haben möchte und in den hellen Bildbereichen weniger. Ich kann das hier nur allgemein einmal einstellen, für alle Helligkeitsbereiche quasi gleich viel. Und das ist natürlich eine Sache, wenn man ein bisschen genauer arbeiten möchte, dann ist es vielleicht nicht ganz so günstig, hier den Kontrastregler zu benutzen. Die zweite Variante, dafür gehe ich mal hier in die Tonwerte rein. Und die Tonwerte, hier sieht man auch ganz gut im Hintergrund wieder das Histogramm. Und hier kann ich zum Beispiel meinen Schwarzpunkt und meinen Weißpunkt setzen. Ich kann jetzt hier also anfangen, den Schwarzpunkt mal ein bisschen weiter nach rechts zu schieben. Und das bedeutet jetzt, alles, was ich jetzt hier links von diesem Punkt habe, ist 100% schwarz. Das sieht man auch ganz gut, wenn ich das jetzt hier mal weiterziehe, immer weiter, dann habe ich hier schon einen relativ großen Bereich, der schon zu 100% schwarz ist. Sieht man jetzt hier auch ganz gut im Bild, ja, also die Häuser hier, die Berge, das ist 100% schwarz. Entsprechend würde ich jetzt natürlich den Schwarzpunkt so setzen, dass man hier noch überall Details hat, aber so ein bisschen Kontrast aufbaut. Genau das gleiche kann ich hier drüben mit dem Weißwert machen, auch den kann ich weiter nach rechts schieben und damit natürlich alles, was jetzt hier rechts von diesem Weißpunkt ist, ist 100% weiß. Auch hier bauen wir wieder Kontrast auf, aber man muss natürlich immer so ein bisschen gucken, dass man natürlich hier nicht zu viele ausgebrannte Stellen hat. Jetzt habe ich hier noch einen Regler, womit ich den Mittelwert so ein bisschen oder die Mittelwerte so ein bisschen verändern kann. Ich kann sie also entweder ein bisschen dunkler machen oder ein bisschen heller und kann damit den hinzugefügten Kontrast noch so ein bisschen kontrollieren, auch von der Bildeinstellung und so weiter. Das ist eine Variante, die mir schon ein bisschen besser gefällt. Allerdings ist sie für mich auch nicht optimal, denn es geht noch besser und noch kontrollierter. Deswegen setze ich das Ganze jetzt hier auch erstmal wieder zurück und gehe als nächstes jetzt hier mal in die Kurve rein. Und in der Kurve ist es so, dass ich jetzt hier auch wieder das Histogramm in der Mitte habe und jetzt habe ich hier eine Diagonale, die schräg nach oben geht. Ich habe jetzt hier wieder links meine dunklen Bildbereiche, ich habe rechts meine hellen Bildbereiche und im Endeffekt funktioniert die Kurve jetzt erstmal so ähnlich wie die Tonwerte. Das heißt, wenn ich jetzt hier die dunklen Bildbereiche, also den Schwarzpunkt hier weiter reinziehe, dann passiert genau dasselbe wie gerade eben. Alles, was jetzt hier links davon ist, ist komplett schwarz. Ja, also da haben wir im Endeffekt genau das gleiche Ergebnis wie gerade eben auch bei den Tonwerten und genauso hier auch bei den Weißwerten, wenn ich die weiter nach rechts ziehe. Das Schöne ist jetzt aber, ich kann jetzt hier verschiedene Punkte setzen. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel mal einen Punkt in die Mitte setzen und kann diesen jetzt auch kontrollieren. Wenn ich ihn weiter nach oben ziehe, werden die Mitteltöne heller. Wenn ich ihn weiter runterziehe, werden die Mitteltöne dunkler. Ja, auch diesen Mittelwert, den konnten wir ja gerade noch kontrollieren. Ich kann jetzt hier aber
weitere Punkte setzen. Ich kann jetzt hier so viele Punkte reinsetzen, wie ich möchte und kann die alle kontrollieren. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel die Schatten mal ein bisschen dunkler machen. Dann könnte ich jetzt hier die etwas helleren Schatten auch nochmal ein bisschen abdunkeln. Und dann haben wir jetzt hier drüben zum Beispiel die hellen Bildbereiche, also die Highlights, die kann ich ein bisschen heller machen und damit baue ich Kontrast auf. Jetzt habe ich hier so eine schöne S-Kurve gebaut. Ja, das ist immer die S-Kurve, ist immer das Zeichen für Kontrastaufbau. Aber das große Problem an dieser Geschichte ist jetzt auch wieder, ich muss hier mit der Sättigung leben, die mit in das Bild kommt. Ich kann das jetzt hier mal noch ein bisschen weiter übertreiben, damit du das auch nochmal wirklich gut siehst. Achte jetzt mal vor allem auf die Wiese. Da kommt mehr Farbe ins Spiel. Und genauso jetzt hier oben auch in dem Himmel. Da kommt auch mehr Farbe ins Spiel. Und das ist natürlich eine Sache, die ich eigentlich vermeiden möchte. Und deswegen werde ich das Ganze jetzt hier auch nochmal zurücksetzen. Denn es gibt eine weitere Variante direkt hier in der Kurve, wie wir wirklich nur Kontrast aufbauen können. Wir waren jetzt gerade eben hier im RGB-Kanal drin und es gibt aber auch eine weitere Variante, nämlich die Luma-Kurve. Luma steht für Luminanz, Luminanz, Helligkeit und das ist jetzt im Endeffekt genau das, was wir brauchen. Das ist im Endeffekt genau die gleiche Kurve, nur dass wir jetzt halt nur noch die Helligkeit bearbeiten. Ich kann dir das jetzt einfach mal zeigen, wenn ich jetzt hier wieder meine Schatten ein bisschen dunkler mache und meine Lichter ein bisschen heller mache. Jetzt haben wir wieder eine schöne S-Kurve hier drin. Aber wenn du jetzt mal die Wiese vergleichst, da ist keine Sättigung mit dazugekommen. Ich kann das jetzt hier mal noch ein bisschen weitermachen. Wiese mal ein bisschen weiter abdunkeln. Du siehst, die wird dunkler, aber da kommt keine Sättigung mit rein. Das ist wirklich nur die Helligkeit. Und deswegen ist das für mich eigentlich auch die beste Variante zum Kontrastaufbau, weil wir an dieser Stelle wirklich nur noch die Helligkeiten bearbeiten. Ein kleiner Tipp an dem Rande. Ich habe dir ja gesagt, dass man hier in dieser Kurve so viele Punkte wie man möchte, eigentlich aufbauen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal sagen möchte, ich möchte hier das Dach von diesem Haus ein bisschen heller machen, dann ist es relativ kompliziert, jetzt hier einfach irgendwo einen Punkt zu setzen und dann mal zu gucken, naja, wann wird denn dieses Dach von dem Haus hier heller? Auf der einen Seite, wenn du hier mit der Maus rüber gehst, dann siehst du hier schon in der Kurve immer eine orangene Linie, die so ein bisschen hin und her zuckt, je nachdem, wo ich gerade rüberfahre. Das ist jetzt also quasi der Helligkeitsbereich von diesem Dach. Wenn ich jetzt hier mal in den Himmel reingehe, dann siehst du, das ist dann hier ganz oben, das stößt dann da oben in den Weißwerten an. Und ich kann aber auch mir auch direkt jetzt hier einen Punkt setzen, indem ich jetzt hier mal diese Pipette hier nehme und dann hier mal mit der Pipette einmal auf das Dach klicke. Und dann wird hier automatisch ein Punkt gesetzt. Ich werde jetzt hier erstmal wieder aus dem Pipettenwerkzeug rausgehen und jetzt kann ich hier diesen Punkt zum Beispiel mal heller machen. Natürlich wird jetzt nicht nur das Dach heller, sondern alle Helligkeitswerte in dem Bild, die diese Helligkeit haben von dem Dach, werden heller. Aber ich könnte jetzt hier natürlich auch dann mit Masken und Ebenen arbeiten. Aber ich kann jetzt hier wirklich ganz konkret das Dach mit der Helligkeit ansprechen hier und das hier zum Beispiel wieder ein bisschen heller machen. Also du siehst, tatsächlich würde ich dir jetzt empfehlen, wenn du Kontrast aufbauen möchtest, mach das mit der Luma-Kurve. Dort hast du die beste Kontrolle, weil du mit Kurven arbeitest und gleichzeitig hast du da auch nicht das Problem, dass du Sättigung in deinem Bild aufbaust, was du ja meistens vermeiden möchtest. Ich an deiner Stelle, wenn du Sättigung noch mit dazu packen möchtest, würde ich es dann immer separat davon machen, damit du einfach die bessere Kontrolle in deinem Bild hast. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wie gesagt, denk dran, Sonntag kommt mein neues Lightroom-Training raus. Und ansonsten kannst du diesem Video natürlich einen Daumen nach oben geben. Und falls du noch Fragen dazu hast, einfach unten in die Kommentare damit. Oder vielleicht hast du auch Anregungen für weitere Videos. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch im nächsten Video wiedersehen. Und wünsche dir jetzt bis dahin ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Ciao.